Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, hier hat sich einiges getan. Neues Regal. Neues altes Bild. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals schon mal im Vlog hatten. Keine Ahnung. Aber ich möchte es euch gerne zeigen. Ich habe ja noch spontan eine zweite Woche Urlaub drangehangen. Und habe mich diesem wundervollen Bild verschrieben. Ich hätte niemals gedacht, dass es so wundervoll ist, das, was ich euch sage, kommt wirklich von tiefstem Herzen. Das ist, ich glaube, das Bild, was mir bisher am meisten Spaß gemacht hat zu painten. Ich kann gar nicht sagen, warum. Weil das bis auf dieses Metallic Pink überhaupt nicht meine Farben sind. Aber es macht so unfassbar viel Spaß. Ich habe jetzt seit Sonntag, ja, hier war quasi so ein ganz bisschen fertig. Und hier war eins, glaube ich, fertig. Und das war fertig. Also totales Chaos. Wir haben jetzt Mittwochabend. Und weil hier mal wieder so ein wundervolles Sonderzeichen kommt. Sonderzeichen? Sonderzeichen? Was ist ein Sonderzeichen? Ein Symbol, was ich austauschen möchte. Mit Sondersteinen. Dachte ich, ich drehe jetzt einen kurzen Vlog. Für euch, mit euch, wie auch immer. Natürlich habe ich auch schon unter Vorbehalt die neuen Schreitagbilder dabei. Und ich würde sagen, ich hänge euch mal ein und dann geht's los. So, ich zeige euch als erstes die Schreitagbilder, nicht, dass ich das vergesse. Hier sind sie. Absolut wundervoll. Könnt ihr schon mal ein bisschen luschen. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja was auf. Right. Wir haben jetzt immer 20% auf Schreitagbilder. Und mit Abo sogar bis zu 30. So. Manchmal kommt es noch vor, dass ich mein Schiffchen suche. Aber das brauche ich ja nicht mehr. Denn durch meine Schiffchengarage, also das hier sind die alten quasi. Und das hier sind die neuen. Total verliebt und glücklich, dass es sie gibt. Ja, mein kleines Imperium. So, genau. Hier sind die Sondersteine. Das ist die Metallic 3607. Können wir bitte darüber reden, wie wunderschön die sind? Habt ihr jemals was Schöneres gesehen? Ich glaube, ich habe nichts Schöneres gesehen. So. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir haben also diese Form, die wir umsetzen möchten. Diesmal auch richtig rum. Hier ist es. Bis hier ungefähr geht unser Kästchen. Irgendwie so. Oh ne, der Nupsi ist noch mit drauf. Okay, dann geht's bis hier. Ja. Okay, Form ist relativ eindeutig. Ich würde sagen, es geht los. Erstmal müssen wir uns einen Anfang suchen. Und den hätte ich gerne hier. Und dann müssen wir mal gucken, wo das Ganze so endet, wie das Ganze so endet. Also, ich versuche, mich so ein bisschen daran zu orientieren, dass Schwarz fast immer tabu ist, weil das eine harte Kante macht und also muss da irgendwas sein. Dunkelblau hat meistens auch einen Sinn, genauso wie die Füße. Alles andere ignoriere ich eigentlich und tausche es aus. Weil es sonst zu hell ist. Ich hatte ein Video auf TikTok gemacht, auch heute am Mittwoch. Und da habe ich euch auch ein Foto eingeblendet, wie das aussieht, wenn das Helle drumherum bleibt. So.
Auch das Telefon nehmen wir mit. Wir können ja immer noch was ändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? Also, ja. Man muss das Symbol, was man austauscht, ein bisschen verstehen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall noch genau den. So, und jetzt geht das hier schon so eine leichte Runde. Und genau, upsala. Genau so soll es sein. Deswegen nehmen wir jetzt hier die Klammer nicht mit. Aber hier die Schreibtischlampe. Das heißt, hier wird es relativ gerade. Müssen wir mal gucken. Eine störrisch heute Abend. So. Man wartet immer, oder ich warte immer auf den Moment, wo sich die Form dann wieder verändert. Jetzt haben wir ja relativ viel gleichgesetzt. Aber jetzt irgendwann kommt dieser Bogen. So, ich setze mal hier beim Telefon an. Geh dann 2 runter. Jetzt hier, dann nehme ich auch 2 mit. Letztendlich ist es einfach eine Sache des Auges. Also es muss gefallen. Wenn es komisch aussieht, dann ist irgendwie, ja, dann passt was nicht. Oder es funktioniert nicht. Manche Sachen sind auch einfach nicht markant genug, um sie so austauschen zu können. Ja, weil man dann halt auch Schattierungen und irgendwelche bestimmten Dinge, die da sein müssen, dann einfach entfernt. So, und jetzt muss es ja hier quasi im Bogen gehen. Also hier den hellen auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und dementsprechend muss der ja auch jetzt kürzer werden, sonst entsteht ja kein Bogen. Okay, nochmal 2. Dann haben wir auf jeden Fall einen weniger und das ist schon mal gut. Und hier haben wir auch einen weniger, das ist auch schon mal gut. Hier müssen wir mal gucken, wo das Ganze dann gleich hinführt. Okay, dann brauchen wir 4. So, jetzt ist hier Ende, denn hier geht es wieder runter, bis gleich der Kringel kommt. Jetzt müssen wir mal gucken, hier ist der Bogen von dem Weißen. Also ich würde gerne noch einen draufsetzen. Und zwar ab hier. Und nehme den jetzt aber mit. So. Genau. Dann schütteln wir einmal neu. Und machen uns an den nächsten Teil. Hier das Grau auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Grau, hell, grau, grün. Ja. Ist ein sehr dünner Streifen. Die Frage ist, wo fängt er an, dünn zu werden? Vielleicht hier.
Ja. Könnte Sinn ergeben. Muss aber noch nicht. Ja, die letzten Tage painte ich auch relativ viel mit Stift. Immer so zum Ende hin, wenn dann nur noch Auffüllen angesagt ist, habe ich das wirklich sehr gefühlt oder fühle ich das sehr. Ich hatte eigentlich ein anderes Bild auf dem Tisch liegen. Aber dadurch, dass das Flüssigkleber ist und ich das ja dann mit meinem Daumen überhaupt nicht kann, musste das leider weichen. Und ich habe mich für meinen zweitgrößten Endgegner, wie ich vermutet hatte, für die Zeit in Schwarz-Weiß entschieden. Nee, der darf da nicht hin. Und ja, einfach festgestellt, wie toll ich es finde. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Denn wir haben ja hier diesen Nupsi. Also hier sind wir sehr, sehr dünn und hier sind wir dann sehr, sehr dick. Da müssen wir hier aber definitiv auch freilassen. Also wenn ich das richtig sehe, fängt der Nupsi, glaube ich, hier an. Eventuell müsste man dann gucken, so um das Symbol drumherum, dass man nicht diese hellen Stellen hat, sondern dass man dann einfach... der ist aber hässlich. Dass man dann einfach auch mit Schwarz oder Dunkelblau arbeitet. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall noch das Bild einmal. Der könnte auch noch hier hingehören. Da müsste sich der Kreis jetzt gleich eigentlich hier schließen. Gut, hier geht es noch weiter. Hier ist ein neues Kästchen. Mal hier drei. Ja, why not? So. Ich denke, das ist schon die Stelle, wo das dann hier quasi zusammenläuft. Ich denke hier. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Aber fehlt hier so ein bisschen was. Ich habe das nämlich auch noch mit. So. Na. Das sieht doch echt ganz gut aus, oder? Ich weiß nicht. Also hier haben wir das ja relativ geschwungen. Und hier geht das so nach oben weg. Wir müssten das also quasi runder machen. Aber da muss man dann einfach gucken und mit diesen anderen Symbolen auch arbeiten, bis man das letztendlich schön rund kriegt. Ich weiß nicht. Ich hänge euch nochmal ein.
Da müssen wir jetzt mal kurz düfteln. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, so lasse ich das erstmal. Ich glaube, so finde ich das ganz gut. Hier kommt dann ja noch der Rest. Und hier. Wir können das eigentlich machen, oder? Sollen wir das machen? Können wir machen das. Warte, ich schieb euch mal. Irgendwo hakt es unterm Tisch. Da. So. Okay. Also ich finde, hier zeichnet sich das ja sehr gut ab. Ich will mal gucken. Ob wir das so gedengelt kriegen. Es ist, also es macht unfassbar viel Spaß, aber man muss da wirklich Bock drauf haben, ne? Also man muss da einfach Lust drauf haben, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, ich dengel das jetzt um. Ich mach das, ich trau mich das. Ich glaube, es ist viel Mut einfach. Aber ganz ehrlich, ey, wenn es euch nicht gefällt, dann reißt es halt wieder runter. Dann ist es so, aber ihr habt es versucht. So, mal gucken, ob das jetzt hier alles so richtig ist, was wir hier machen. Ja, okay, dann machen wir da 3. Und ich glaube, hier laufen die 4 schon zusammen. Ja. Okay, okay, okay. Ich guck mal, ob wir noch eine Reihe dran machen. Wenn nicht, nehmen wir die wieder ab. Also ich find's mega. So, jetzt müssen wir das nur noch hier gedengelt kriegen. Ich glaube, ein Dreier geht noch. Okay, und das Telefon noch mitnehmen. Ey, geil. Leute, das sieht mega aus. Okay, also ich bin voll fein damit. Ich fühle das hart. Das sieht richtig, richtig toll aus. Wartet mal. Ja, man findet immer was, wo man denkt so, Unter Umständen haben wir die vorhin weggenommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alles möglich. Aber ich finde das sehr, sehr schön. Ja, ich fühle das. So, jetzt wollte ich euch ja eben noch raussuchen,
wie das aussieht, wenn man die hellen Steinchen drum lässt. Ja, deswegen muss man da einfach selbst ein bisschen was dengeln. Das sieht nicht aus, das macht alles kaputt. Das war, Moment, welches war das? Das war das hier. Und so sieht es halt wirklich aus, als wenn es dazugehört, ne? Im Gegensatz zu hier. Unfassbar. Ja, das war ein kurzer, aber informativer Vlog. Ich würde als Bildvorschau vom Vlog tatsächlich dann das fertig gepaintete Kästchen oder das Areal, diesen Areal hier nehmen. Das machen wir erstmal wieder zu. Wobei ich vorhin tatsächlich auch hier ein Riesenkästchen gepaintet habe. Und mich hat halt auch nicht die Motivation verlassen. Ich habe keine Ahnung, warum. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Es kann sein, dass das wieder nur so eine Phase ist. Aber ich kann aktuell sagen, dass die Phase schon 3 Tage anhält. Und das ist tatsächlich doch ein relativ gutes Zeichen bei mir. So, in dem Sinne würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ganz viel Spaß beim Schreitag-Shoppen. Und am Montag sehen wir uns dann auf allen Kanälen überall wieder in alter Frische. Ich freue mich ganz doll auf euch und sag bis dann. Tschüsseli!